Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Play Metin 2 auf dem P-Server Shiro 2. Das ist ein P-Server, der ist nicht so leicht wie alle anderen, das ist ein Oldschool-Server, der ist wirklich ziemlich, ja, schlicht gehalten, da ist nichts wirklich viel Besonderes, außer die neuen Maps, ein paar neue Items, es geht bis Level 105 und so weiter und so fort. Also es ist wirklich auch ziemlich gut gehalten. Man levelt auch nicht so schnell, man kriegt nicht so schnell Geld, man muss sich wirklich eigentlich viel erfarmen. Zurzeit habe ich erst mein, ach, wie heißt der? Ich habe in 2 Stunden jetzt Level 58 mit meinem Charakter, der Daniel Gaming heißt. Das ist ein Sura, ein Waffensura, um zu leveln natürlich. Wir müssen natürlich erstmal leveln, bevor wir irgendwie weiterkommen. Und schauen uns jetzt mal erstmal die Stadt an. Dazu würde ich ganz gerne mal vorschlagen, euch hier beim Rüstungshändler anzufangen und dann euch ein bisschen die Stadt zu zeigen, was es so gibt. Hier gibt es die Anfangsplattenpanzer, nichts Besonderes, ganz normales eigentlich. Die, desto höher die Items, desto niedriger das Plus. Also da muss man auch noch switchen. Und wir gehen jetzt mal hier zum Waffenhändler rüber und dort dasselbe mal wieder. Die Level 30 Waffen sind aber plus 0 gehalten, damit man auch erstmal die hochziehen muss. Also ist auch nicht so leicht wie bei anderen. Da gibt es dann wahrscheinlich noch Giftschwerter oder Schlachtschwerter. Hier nicht. Hier geht es alles nicht so leicht. Man hat auch keine Exos, also zum Lesen irgendwie noch da. Die muss man, also hier kann man noch Segenschiffsrollen holen. Die sind aber für Items zum Mappen. Aber auch nichts weiter und die sind auch recht teuer. Also 2,5 KK, also Millionen ist KK und 1000 ist K, ist schon nicht wenig, ja, und hier sind die Special Items, die man sich noch holen kann, auch ziemlich teuer eigentlich. Hier so eine Elixier mit 7 Millionen TP kostet 100 K, und jo. Dann ja, der Lagerverwalter, ich glaube, den kennen alle. Dann gibt es hier noch den Warpring. Da können wir uns verschieden teleportieren, wie wir wollen. Also wir müssen nicht irgendwo hinlatschen, was natürlich langweilig wäre. Bei der alten Frau kann man sich verheiraten und so weiter. Bei der Eventhändlerin kann man sich Kostüme kaufen, Hochzeitsartikel kaufen und so weiter und so fort. Und ich bin aber ziemlich farm gehalten. Ich habe VMS mit 50 DSS, also Durchschnittsschaden. Das gibt dann nochmal extra Schaden. Und ja, also ich bin auch noch ziemlich neu auf diesem Server hier und deswegen wollte ich euch nur mal zeigen, wie es so ist, und ich bringe jetzt ein paar Videos davon raus und schauen mal, ob es euch gefällt oder nicht. Ich hoffe doch mal sehr, und dass ihr weiterhin die Videos schaut, und ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut, Leute. Tschüss.